Einen wunderschönen guten Abend. Mein Kaffee ist fertig, also können wir sofort loslegen. Und zwar, ich habe letzte Woche einen Auftrag von Kunden gehabt, für den wir ein paar Produktfotos gemacht haben, dass er gerne 4 Seiten hätte, wo der Text halt rund um das Produkt verläuft. Also sprich in einen Kasten, was auf der rechten Seite oder linken Seite nicht gerade ist. Wie ich das gelöst habe, beziehungsweise welchen Trick ich da anwende, zeige ich euch heute. Wir gehen erstmal auf das Foto von der zauberhaften Jacqueline. Wir nehmen erstmal erstellen uns ein paar Lichtschärfslinien, beispielsweise 4 cm von oben. Ich vermute ungefähr 4 cm von unten und 4 cm von links. Okay. Jetzt nehmen wir tatsächlich das Zeichenstiftwerkzeug und fangen an zu malen. Jetzt, soweit wir Shift halten, können wir bis in die Ecken gehen. Und jetzt müssen wir tatsächlich diese Zeichnung schließen. Okay, jetzt nehmen wir Text und können anfangen zu tippen. Also irgendwo mitten in diesem Pfad einmal das Schreibwerkzeug nehmen. Ich habe mir da schon mal einen typischen Text vorbereitet. Kopieren, Text, Command V für einfügen. Ja, das passiert auch den Besten. Wir gehen nochmal zum Pfad. Machen wir es einmal. Und jetzt. So, jetzt passt es. Wie ihr gesehen habt, habe ich auch schon ein paar Fehler gemacht. Wenn wir den ganzen Text markieren, können wir auch tatsächlich die Größe anpassen, sodass das zum Beispiel der ganze Text reinpasst, weil ich habe da einiges abgeschnitten. Aber wie man sieht, funktioniert das Ganze und so löse ich diese Probleme. Viel Spaß euch damit und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Jan.